Dann warum hast du das gemacht? Ich hab doch du nicht... weißt doch, dass man nicht klauen darf. Nein, ich hab den Ball nicht geklaut. Das war bestimmt der große Julian, seitdem er hier ist. Ich würde es so schade finden, wenn du jetzt nicht mehr in die Kita kommst, Julian. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich verstehe das. Nein, ich darf bestimmt wieder zurück. Das ist alles nur seine Schuld. Bestimmt war er das. Ich würde doch niemals im Fußball hier klauen. Oder ich würde doch niemals klauen. Ja, besonders nicht aus der Kita. Du hast auch einen eigenen Fußball zu Hause. Ja, genau. Das war bestimmt der Julian. Ich wette, das war der. Also, Brigitte, ich möchte jetzt keine Petze oder so sein, ne, nachdem ich das gesagt habe. Nein, ich hoffe, Julian, das ist kein Problem. Ich danke dir, dass du mir dabei geholfen hast. Ich hätte das von Julian nie erwartet. Ich auch nicht und ich finde es extrem traurig, dass er sowas gemacht hat, weil er war ja eigentlich mein bester Freund oder ist eigentlich mein bester Freund. Brigitte, also, das kann jetzt nicht sein. Also, ich gehe hier nicht aus der Kita. Ich war das nicht. Ich habe den Ball nicht geklaut. Das war bestimmt hier der große Julian. Was? Ich, Julian. Ich würde sowas niemals machen. Brigitte, das glaubst du doch nicht, oder? Du kannst nicht einfach jetzt jemand anderes bestimmen. Ja, aber das war bestimmt... Ey, warum sollte ich denn einen Ball hier aus der Kita klauen? Ich habe doch selber einen Ball zu Hause. Ja, und warum sollte das dein bester Freund machen? Mein bester Freund? Du hast ihr jetzt gesagt, dass du mein bester Freund bist? Also, klar, Julian, sind wir nicht beste Freunde? Natürlich sind wir keine besten Freunde. Was soll das denn heißen? Du bist voll fies und... Nein! Julian, erst klaust du hier den Fußball... Ich hab den Ball nicht geklaut. Wie oft denn noch? Und jetzt bist du noch ganz gemein zu einem anderen Kind hier in der Kita. Zu einem anderen Kind? Das ist zu ein Kind? Zu deinem besten Freund. Mein bester Freund? Niemals! Ich glaube, ich träume. Das kann doch nicht sein. Meine besten Freunde sind Mia und Sarah. Ach, Julian, ich dachte, du wärst mein bester Freund. Mia, ich muss, glaube ich, wirklich weg. Mann! Oh nein, Julian. Oh Mann, ich will aber nicht weg. Das ist so gemein. Später wieder. Oh nein, ich darf bestimmt nicht zurück. Was ist denn passiert, Brigitte? Ich bin so schnell, wie es ging, hergekommen. Julian hat etwas gestohlen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, Frau Vogel, so ist es leider passiert. Er hat den Fußball eingesteckt hier aus der Kita. Mama, ich war das nicht. Wirklich, ich war das nicht. Ich hab den Ball nicht geklaut. Warte doch erstmal. Brigitte, ich war das wirklich nicht. Wie soll der Ball sonst in deine Tasche gekommen sein? Weiß ich nicht. Also ich weiß, ich mache viel Unsinn und so, aber ich würde niemals klauen. Sowas würde ich doch niemals machen, besonders nicht aus der Kita. Also ich klaue mal ab und zu die Spielzeuge von Emma, aber ich gebe sie dann auch wieder zurück. Das wäre was ganz anderes. Du musst jetzt erstmal nach Hause. Also, Brigitte, ich finde, es ist ein bisschen unruhig hier geworden. Ich habe auch ein bisschen Angst jetzt wegen Julian, dass er vielleicht noch andere Sachen klaut. Also, ich kann ja vielleicht nicht gehen. Huch, wer bist du denn? Ich erinnere mich an dich. Ja, wir kennen uns noch. Du bist der Junge aus der Eisdiele. Ja, genau. Also, ihr könntet hier mal ruhig weggehen. Also, wenn man hier klaut, das macht man nicht. Also, irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Julian, du nimmst jetzt deinen Rucksack. Okay. Und dann fährst du mit deiner Mama nach Hause. Och nein, Brigitte, aber bitte, ich will in der Kita bleiben. Nein, so geht das nicht. Und später telefonieren wir noch. Es hat geklappt, der Julian fliegt hier aus der Kita. Ich glaube, Mama wollte noch kurz vorbeischauen. Ja, damit ich hier in die Kita rein kann. Ja, die wollte was unterschreiben dann. Hey, hi, Mama. Hey, mein kleiner Julian. Mama. Na, wie ist es gelaufen? Nicht so laut, Mensch. Es ist sehr, sehr gut gelaufen. Schön, gut gemacht, Junge. Der kleine Julian, der fliegt hier jetzt aus der Kita. Und jetzt kann ich wieder in die Kita, weil da ist jetzt Platz und du musst nur was unterschreiben. Ich bin ganz stolz auf dich. Oh, mein Junge ist so schlau, der Plan ist aufgegangen. Ja, ich weiß. Habe ich von dir gelernt, Mama. Frau Vogel, ich glaube Julian auch. Der war das bestimmt nicht. Das glaube ich auch nicht, dass der einen Ball klaut. Hörst du, Brigitte? Was macht Julian nicht? Ich würde sowas niemals machen. Naja, ich kann das jetzt leider nicht klären. Deshalb würde ich euch bitten, bitte die Kita zu verlassen. Naja, gut, dann muss ich wohl jetzt wirklich los, Sarah, Mia. Also, es war ganz schön mit euch in der Kita. Ach, Julian, das ist also, traurig. Vielleicht können wir ja Freunde bleiben. Ihr könnt ja mal zwischendurch noch zu mir nach Hause kommen, ne? Aber ich muss jetzt weg. Du sollst nicht gehen. Tschüss. Komm, mein kleiner Spatz. Ich glaube dir auch, dass du das nicht warst. Okay. Wir werden jetzt erstmal nach Hause fahren. Das wird sich sicherlich klären können. Ja, okay. Tschüss, Leute. Tschüss, Julian. Also auch wenn Tschüss. Ich ruf dich an. Auch wenn ich viel Unsinn gemacht habe und genervt habe. Ich mag euch alle ganz gerne. Ihr seid meine besten Freunde. Das kann doch nicht sein. Nein, ich bin total traurig. Nicht weinen, Mia. Mama, guck mal, wer da ist. Nicht du. Ach nee, wieder. Familie Vogel. Oh, das riecht nach Ärger. Na, wohin wollt ihr? Na, ich muss gehen, aus der Kita raus, weil ich wohl geklaut habe. Aber seitdem der große Julian da ist, also dein Sohn, muss ich hier raus. Ich wette, Julian, er war das. Lass dich nicht auf Diskussionen. Ja, aber ist doch so. Das wird mein Julian niemals machen. Ja, das bestimmt. Das ist die Familie Vogel. Nein. Typisch. Komm hier nach Hause, Julian. Jetzt melde ich hier meinen Julian an. Jetzt ist er der einzige Julian hier.
Mama, Mama, siehst du, jetzt ist auch die Mama von diesem bösen Julian da. Und ich wette, der hat was damit zu tun. Ich habe wirklich den Ball nicht geklaut. Ja, irgendwie stimmt hier was nicht, Julian. Ich kann mir das auch nicht erklären. Die beiden, mit denen verbinde ich nur Ärger. Ja. Julian, mein Spatz, ich glaube dir natürlich. Du hast den Fußball nicht geklaut. Wir haben selber zu Hause einen. Ja. Und dieser große Julian, mit dem gab es sowieso schon Stress. Mhm. Auch wenn mir das so leid tut, dass ich Julian jetzt nach Hause schicken musste. Ich kann einfach den nicht hier behalten. Wenn er etwas gestohlen hat, das ist ein ganz, ganz schlechtes Vorbild für die anderen Kinder. Hey, hey, Brigitte, guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. Was für ein Zufall. Hier, meine Mama ist da. Ich wollte meinen Sohn anmelden hier in der Kita. Wir haben uns jetzt doch entschieden. Also er möchte hier in der Kita-Gruppe sein. Ja, ich möchte doch hierhin, ja. Also eben gerade ist ein Platz frei geworden. Also vorübergehend. Da können Sie auf jeden Fall Ihren Sohn herbringen. Oh, das ist super. Mama, super. Mama, es hat geklappt. Mia, hast du das gehört? Der große Julian kommt in unsere Gruppe. Und er wird einfach meinen Julian ersetzen. Das und geht nicht. Julian. Schau, Mama, ich gehe jetzt mit Pia in die Klasse. Aber eins musst du mir noch erklären. Musst du Julian wirklich mitkommen? Ja, Hanna, wir haben doch heute das Gespräch mit Herrn Schillig. Also Julian, ich und Herrn Schillig. Und ich denke, er wird sich benehmen. Er wird dir keine Probleme machen. Außerdem seid ihr doch in ganz unterschiedlichen Räumen. Naja, ich weiß ja nicht. Der Tag ist noch lang und bei Julian weiß man ja nie. Ach, Hanna, bitte sei doch nicht so. Du bist doch meine liebste Schwester. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, hör auf, die Popel unter den Tisch zu schmieren. Also zu Hause. Ich hoffe, das machst du in der Schule nicht. Was Ekliges mache ich überhaupt nicht. Siehst du, Mama, das meine ich. Der lügt. Nein, das stimmt doch gar nicht. Ach ja, hast du denn dran gedacht, deine Windeln heute anzuziehen? Julian, kannst du das bitte sein lassen? Du kannst doch jetzt nicht Hanna hier peinlich machen. Oh, Julian, ich trage schon ganz lange keine Windeln mehr. Ich bin doch kein Baby weiß ja mehr. Nicht. Sag doch sowas nicht, das ist peinlich. Oh Mann, ich bin so froh, dass ich hier weg bin, wenn Julian auf die Schule kommt. Dann bin ich schon auf der weiterführenden Schule. Oh Mann, ich in der Schule. Das wird sowas von klasse. Also ich habe ja noch ein paar Monate in der Kita und da freue ich mich. Das wird klasse. Hey! Hey! Was soll das? Julius? Julian, hey, was machst du denn hier? Ja, ich bin heute hier, wir wollen mit dem Herrn Schillig reden. Ach was? Au, aber warum tat das so weh? Sag mal, gehst du trainieren? Na egal, auf jeden Fall, ich bin ja nächstes Jahr, also nach den Sommerferien bin ich hier auf der Schule. Dann bist du doch auch noch da, oder? Also ich bin auf jeden Fall dann auch hier. Ich war gerade beim Schillig, ich war schon wieder zu spät. Mann, jedes Mal, wenn man zu spät kommt, muss man zu dem Schulrektor gehen. Das ist echt total blöd. Oh, zu spät kommen? Ich glaube, das ist auch was für Julian. Der muss ja dann ständig zu Herrn Schillig gehen. Pünktlichkeit ist nicht so sein Ding. Also Julius, bitte dran denken. Ne? Du warst jetzt schon diese Woche zum 5. Mal zu spät. Nächste Woche sollte das wieder besser werden. Ja, Herr Schillig. Also Julian, Daumen gedrückt. Viel Glück. Danke. Das wird schon werden. Ah, da sind ja schon die nächsten Gäste. Julian und Frau Vogel. Kommt doch rein. Hallo, Herr Schillig. Wir wollten ja heute nochmal das Gespräch hier haben, ne? Bezüglich Julians Einschulung. Also Julian, wie du weißt, hatten wir letztens in der Kita diesen Test gemacht und da warst du noch nicht so gut dabei, aber du meintest ja auch, dass du das extra gemacht hast. Deswegen gebe ich dir heute nochmal eine Chance. Also das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Schillig. Ich denke, Julian wird das heute gut hinbekommen. Ich bin ja auch dabei. Also soll ich gleich was essen oder erst was trinken? Was? Um was geht's? Guten Morgen, Herr Schillig. Also die Frau Zahl hat mich hier hingeschickt, weil ich jetzt schon zum 5. Mal die Hausaufgaben vergessen habe. Oh, Richie, schon wieder? Du warst doch gestern... Oh, Junge, du warst doch gestern erst bei mir. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Komm bitte in der großen Pause nochmal zu mir. Oh, hey, sag mal, bist du nicht der Bruder von Hanna, von der Streberin? Ja, das bin ich. Hast du ein Problem damit? Apropos, ich bin ab dem Sommer hier auf der Schule. Bist du auch noch da? So wie es aussieht, ja, ich bleib sitzen. Hallo, Frau Vogel, ich bin's, Richie. Richie, raus jetzt, wir möchten starten. Julian, also bitte nochmal. Also, wie hatten wir beim letzten Mal angefangen? Genau, bitte einmal ein paar Buchstaben, denn das Alphabet, kennst du das denn? Oh, Herr Schillig, das ist doch sowas von einfach. A, B, C, D, E, F, G, das kann doch jedes Baby. Oh, okay, du kannst es wirklich sehr, sehr gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, kannst gut schauspielen, das beim letzten Mal. Wie sieht's denn mit Zahlen aus jetzt, Julian, hä? Oh, ist das wirklich Ihr Ernst? Oh Mann, das muss ich jetzt wirklich machen. Gut, okay. 1, 2, 3. Und ich kann sogar Englisch. I like to move it, move it. Sehr gut, sehr gut. Genau das habe ich erwartet, Julian. Wenn du willst, kannst du jetzt kurz vor der Tür warten. Ich spreche das dann nochmal mit deiner Mama ab, wie wir das ab dem Sommer dann machen. Julian, bist du bitte so freundlich und wartest vor der Tür und schön brav sein. Keinen Quatsch machen, hast du gehört? Ja. Mama, ich bin Julian Vogel, ich mach keinen Quatsch, okay, ab und zu, aber wenn du mir sagst, ich soll keinen Quatsch machen, dann mache ich auch keinen Quatsch. Ich setz mich jetzt vor die Tür, okay? Also, Frau Vogel, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, der Julian, der wird sich machen nächstes Jahr. Ach, da bin ich ja wirklich beruhigt.
Ich mache mir allerdings Sorgen um die ganzen Regeln, die Hausordnung in der Schule. Ich glaube, da wird er wirklich seine Probleme haben. In der Kita bricht er die auch ständig. Das wird schon klappen. Ich soll jetzt hier die ganze Zeit warten und brav sein? Das ist doch langweilig. Als ob ich jetzt die ganze Zeit hier warte. Das dauert doch bestimmt mindestens 5 Minuten. Ich gehe mal nach unten. Oh, perfekt, ein Getränkeautomat. Was nehme ich denn? Orangensaft oder Apfelsaft? Was ist das? Ananassaft oder Traubensaft? Oh, toll, ist ja sowieso leer. Da ist ja gar keine Flasche drin. Danke, und Geld habe ich ja auch nicht dabei. Fällt mir gerade so ein. Ich kann ja schon mal hier ein bisschen in der Schule rumgucken. Oh, wobei, diese Ecke kenne ich. Ich war hier einmal auf dem Klo eingesperrt. Das war nicht schön. Und den Spielplatz, den kenne ich ja auch. Oh, aber so leer habe ich den noch nie gesehen. Das nutze ich direkt aus. Jetzt kann ich mal ohne Probleme hier aufs Karussell drauf. Endlich mal. Oh, macht das Spaß. Mir wird schwindelig. Oh Mann, hey, kann einer anhalten? Oh Mann, mir ist ein bisschen schwindelig. Aber irgendwie ist es auch komisch hier alleine auf dem Spielplatz. Ist doch langweilig ohne Streitereien und so. Das macht doch gar keinen Spaß. Ich frag mich, was Hanna so macht. Oh, ich könnte doch Hanna besuchen. Aber natürlich, die vermisst mich bestimmt schon. Wo war denn nochmal die Klasse? Ach, hier glaube ich. Ist das die Klasse von Hanna? Junger Mann, Julian, wir haben eben über Regeln geredet und was hast du gerade draußen gemacht? Hallo, Herr Chillig. Ich war draußen? Nee, das muss mein Zwilling gewesen sein. Ich habe einen Zwilling, der heißt nicht Julian. Ja, der heißt nicht Julian, das ist sein Name, das war wahrscheinlich der. Ja, der macht das immer wieder. Ein Zwilling? Julian, also bitte, ich lass mich hier nicht veräppeln. Wir haben gesagt, du wartest hier vor der Tür und ich habe eben aus meinem Büro geschaut, denn ich habe Fenster und du warst auf dem Spielplatz, das geht nicht. Ja, oh, okay, das sage ich meinem Zwillingsbruder. Nein, okay, ich war's. Ja, ich bleib hier sitzen, versprochen. Ich bin jetzt ganz, ganz brav. Ich bin ein richtiges Schulkind jetzt. Ja, genau, Julian, so möchte ich das sehen, weil sonst gibt es hier auch Strafen, ne? Das weißt du. Aha, was denn für Strafen? Soll's hier noch langweiliger werden? Ich gehe jetzt in das Klassenzimmer. Ich brauche ein bisschen Action. Also, Kinder, als ich letztens krank war, da hat ja die Mama von Hanna hier den Matheunterricht geleitet. Und da ging's ja schon um Bruchrechnen. Wie hat euch das gefallen? Habt ihr da noch andere Sachen zu? Das war ganz, ganz toll. Da durften wir so, ja, da durften wir was brechen und dann wieder zusammen reparieren. Das war ganz, ganz cool, ja. Bitte was? Wir haben doch mal... Julian, was machst du denn hier? Oh Mann, das war so klar, dass der jetzt hier in unsere Klasse kommt. Ich hätte es mir gleich denken können. Oh nein. Brechen und reparieren? Also wir sind jetzt hier im Matheunterricht, nicht im Werkunterricht. Und wer bist du? Ach so, Entschuldigung, ja, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Julian Vogel, ich bin hier bald auf der Schule und ich gucke mir hier alles mal in Ruhe an. Oh, Frau Zahl, das ist mein Bruder Julian. Julian, raus hier. Können Sie ihm nicht Hausverbot geben oder ihn hier rauswerfen? Oh, Julian, weg hier. Warte doch mal, Hanna. Hausverbot, das ist doch ein bisschen zu krass. Du kommst bald auf die Schule hier, dann bin ich ja vielleicht auch bald deine Lehrerin. Das wäre doch toll, oder? Siehst du, Hanna, hier hat keiner ein Problem mit mir. Nur du, weil du wahrscheinlich ständig Popel unter den Tisch schmierst. Oh, Julian, lass es! Wahrscheinlich deswegen, ja genau, wussten sie das eigentlich? Julian, hör auf damit! Das ist Quatsch, Frau Zahl, das stimmt wirklich nicht. Ich habe noch nie Popel unter den Tisch geschmiert. Ja, natürlich nicht. Das stimmt nicht! Also, Sie sind also Frau Zahl, okay. Ist Hanna hier auch immer so am Nörgeln wie zu Hause? Die stört die ganze Zeit und sagt ständig, wenn sie nicht die Popel unter den Tisch schmieren darf, dann möchte sie das alles nicht mehr. Dann möchte sie nicht mehr bei uns wohnen. Das verstehe ich immer nicht. Ist sie hier auch so? Also, die Seite von Hanna kenne ich überhaupt nicht. Ja, wenn Sie wüssten. Normalerweise ist sie immer sehr vorbildlich im Unterricht. Eine wirklich tolle Schülerin. An ihr könntest du dir ein Beispiel nehmen. Julian, wie kannst du so einen Blödsinn erzählen? Ach so, also an ihr soll ich mir ein Beispiel nehmen? Ja gut, okay, dann fange ich auch an, etwas unter den Tisch zu schmieren. Okay, mache ich. Julian, raus hier mit dir. Ich will dich hier nicht haben, schon gar nicht, wenn du so Lügen erzählst. Julian, warum bist du denn hier? Du solltest doch vor dem Büro warten. Oh Mann, ich sehe schon. Wenn der hier zur Schule geht, dann gibt es hier einige Probleme. Herr Chillig, ich hätte da eine Lösung. Geben Sie ihm doch einfach Hausverbot. Hausverbot? Naja, das ist vielleicht ein bisschen zu heftig, aber eine Idee wäre es. Zumindest bis zum Sommer. Ja, ist ja gut. Ich bin jetzt sowieso raus. Ist mir sowieso ein bisschen zu langweilig. Ist okay, ich komme erst nach dem Sommer wieder in die Schule. Ach, nach dem Sommer? Ja, dann sehen wir uns ja. Ich freue mich drauf. Mach's gut, Julian. Ja, Julian, nach dem Sommer bist du hier auf der Grundschule von Playmobil City. Wir haben das gerade mit deiner Mama geklärt. Die hat auch nichts dagegen. Ne? Du gehst nicht nach Playmobil Country, sondern bleibst hier in Playmobil City. Oh, wow, ich bin begeistert. Ich bin sowas von begeistert. Aber ich bin jetzt erstmal noch in der Kita, oder? Ja, Julian. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, zum Glück. Zum Glück bist du noch bis zum Sommer erstmal in der Kita. Und danach sehen wir uns hier in der Schule. Also ich glaube, es ist wirklich am besten, wenn Julian erst nach dem Sommer hier auf der Schule ist. Oder Hanna, was meinst du? Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ja, ich habe auch kein Problem damit, wenn ich erst nach dem Sommer hier bin. Dann sind bestimmt die Tische auch schon wieder sauber und frei von Hannas Popel. Hey, Julian, das stimmt nicht. Naja. Oh Mann, Mama, nein, ich möchte aber auch mit zur Kita, bitte.
Emma, du kannst nicht in die Kita gehen. Da geht Julian nur hin. Ich meine, wir können ihn zusammen abholen. Aber den ganzen Tag in der Kita verbringen, das geht nicht. Aber warum denn nicht? Ich bin auch schon groß. Ich kann auch in die Kita gehen zu den anderen Kindern und mit denen spielen. Emma, da musst du jetzt wirklich mal auf die Mama hören. Ich werde jetzt nicht diskutieren mit dir. Du gehst nicht in die Kita heute. Hey, guten Morgen. Was ist hier schon wieder los? Ach, hallo Julian. Emma liegt mir die ganze Zeit in den Ohren, dass sie mit dir in die Kita heute will. Was? Wie bitte? Emma, mit mir in die Kita den ganzen Tag? Mama, das geht doch nicht. Mama! Oh, das wäre richtig toll, wenn ich auch in die Kita kann. Dann kann ich mit den ganzen Sachen dann spielen und mit den Kindern und in der Turnhalle. Ja! Mama, bitte sag, dass du Nein gesagt hast. Ich will nicht, dass ihr mit in die Kita kommt. Das geht doch nicht. Dann macht sie sich wieder über mich lustig und so. Nein, bitte nicht heute. Julian, mach dir keine Sorgen. Ich habe Emma gesagt, dass sie nicht mit darf. Oh, puh, zum Glück. Okay. Ja, Emma, es tut mir leid, dass du nicht mitkommen kannst. Aber wenn Mama Nein sagt, dann sagt sie halt Nein. Tut mir leid. Oh Mann, ich finde das so gemein von euch. Ich will so gerne in die Kita. Oh Mann, oh. Emma, sei doch nicht traurig. Es geht schon alles gut. Seid einmal ganz kurz leise. Ich will telefonieren. Es klingelt. Oh Mann, Emma, es tut mir auch leid. Ich wünsche mir auch, dass du mitkommst. Aber wenn Mama Nein sagt, dann sagt sie halt Nein. Das tut mir echt leid für dich. Ja? Wirklich? Oh, natürlich komme ich gleich vorbei. Natürlich, ja. Mama, wer ist das denn da am Telefon? Ich will in die Kita. Oh, kurze Planänderung, Emma. Du gehst auf jeden Fall heute mit Julian in die Kita. Ich muss Oma ins Krankenhaus fahren. Sie ist umgeknickt und kann nicht laufen. Was? Nein. Mama, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Warum kann denn nicht Emma mit? Och nein, bitte nicht mit mir. Oh Mann. Oh, super. Zum Glück ist Oma umgeknickt und muss ins Krankenhaus. Ansonsten hätte ich hierbleiben müssen. Oh Mann, das wird ein schrecklicher Tag. Dabei habe ich mir eigentlich heute vorgenommen, in der Kita keinen Unsinn oder irgendwas zu machen, sondern einen ganz normalen Kita-Tag zu verbringen. Und das wird jetzt das totale Chaos. Ich gehöre in die Kita. Warte mal. Kannst du bitte Emma nicht mitnehmen? Also, ach, Julia, nein. Oh, bitte. Oder bei Papa ablassen oder irgendwie sowas. Oder in die Schule von Hanna bringen, bitte. Ach, Julian, Emma muss nur heute mit dir in die Kita. Das ist jetzt wirklich ein Notfall mit Oma, also. Oh, immer trifft es mich. Immer muss ich das machen. Och, Mann, aber vielleicht kann ich ja Emma überzeugen, zu Hause zu bleiben oder irgendwo anders hinzugehen. Oh, was nehme ich nur alles mit in die Kita? Soll ich meine Spielzeuge mitnehmen oder vielleicht sogar mein Prinzessinnen-Schloss? Das wäre super. Du, Emma, ich wollte dich was fragen und zwar, also willst du wirklich in die Kita mitkommen? Das ist manchmal voll stressig und macht gar keinen Spaß. Wir müssen bestimmt heute auch das ABC ein bisschen lernen. Also, ich würde an deiner Stelle zu Hause bleiben. Was? Bist du verrückt geworden? Ich gehe auf jeden Fall in die Kita. Das wird der beste Tag überhaupt. Oh Mann, aber es kann auch sein, dass du vielleicht auch aufräumen musst. Und das macht dir doch gar keinen Spaß, sowas zu machen. Also, bleib doch lieber zu Hause, hä? Ich räum schon auf, gar kein Problem. Mann. Komm, Julian, wir müssen in die Kita. Los, ja, los, ist ja los. Gut. Also, Emma, ganz wichtig, wir sind gleich drinnen, ne? Und wenn was passiert, bitte komm nicht zu mir. Oder doch, komm zu mir, weil ich muss hier auf dich aufpassen. Bitte mach keinen Unsinn, bitte. Oh, Julian, ich mache keinen Quatsch. Ich bin Emma Vogel. Aha, und nicht Julian Vogel. Sehen. Ja. Oh, Mann, ich hoffe, ich überlebe diesen Tag irgendwie. Oh, Kinder, ganz ruhig, Andreas, ganz ruhig. Ich hab jetzt den Ball. Lass den Ball los. Nein, ich will jetzt spielen. Nein, ich war aber noch nicht fertig. Du hast immer den Ball. Ist doch egal. Los, Kinder, Gepär. Kinder, könnt ihr euch nicht einfach abwechseln? Frau Andreas. Oh, was ist es nun für ein Chaos hier jetzt? Ich gehe heute in die Kita und ich bin schon da. Das wird so super. Ich darf endlich in die Kita. Kinder, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ruhe jetzt. Oh Andreas. Mann. Auseinander. Das ist ja das totale Chaos hier. Und genau heute ist jetzt Emma da. Oh Mann, ich glaube, Ritte wird das nicht erlauben. Guten Morgen, Brigitte. Ach, guten Morgen, Julian. Emma, was machst du denn hier? Du warst doch letztens schon mal da. Du, Brigitte, es ist, Mama hat einen Notfall. Also, sie musste zu Oma, weil sie ins Krankenhaus muss. Und da hat sie gesagt, dass Emma wohl mit in die Kita soll. Ist das, okay. Das ist doch nicht okay, oder? Also, ich kann sie auch wieder nach Hause schicken. Also, wenn es nicht anders geht, natürlich kann sie dann hierbleiben. Mann, klasse. Also, Emma, herzlich willkommen in der Kita Sonnenschein. Und bitte beachte die Regeln. Und versteh dich mit den anderen Kindern ganz gut, hm? Das wird schon. Ja, Birgit. Ist mir egal. Wo ist das Bällebad? Oh, ich kann schon sehen. Da ist das Bällebad. Hey, Emma, was machst du denn heute hier? Ins Bällebad! Ich bin im Paradies! Hey, sag mal, was soll das? Ich bin jetzt gerade im Bällebad. Also, du hättest mich fragen können. Was soll ich fragen? Ich will doch hier nur spielen. Oh Mann, was ist mit dir denn los?
Ich liebe die Kinder, ich liebe die Kinder, ich liebe die Kinder, ich liebe die Kinder. Emma, kannst du nicht ein bisschen ruhig bleiben? Ich liebe die Kinder, ich liebe die Kinder, ich liebe die Kinder. Julian, was macht Emma heute eigentlich hier? Oh, du frag mich, Sarah. Also ich weiß auch nicht, was sie hier eigentlich soll, aber ja, eigentlich sollte sie nicht mit, aber Oma muss ins Krankenhaus, deswegen. Oh, wo kann ich denn noch spielen? Weil Emma, das öde, ich will was anderes. Emma, bleib doch mal ein bisschen ruhig. Oh, das wird das totale Chaos wieder heute. Oh, da ist gar keiner in der Turnhalle. Ich komme. Oh, ich glaube, mein Hamsterboden hat die ganze Turnhalle ist nur für mich. Was soll ich machen mit den Ringspielen? Soll ich klettern? Soll ich Purzelbäume schlagen? Soll ich Basketball spielen? Was soll ich alles machen? Oh, Emma, was willst du denn jetzt in der Turnhalle? Da dürfen wir nicht einfach so rein. Da musst du erst Brigitte fragen. Also, ich frage zwar auch nicht jedes Mal, aber du solltest das schon machen. Julian, Emma, was wird das? Hilf mir doch mal, ich will hier hoch. Nee, auf gar keinen Fall, das ist viel zu gefährlich. Hey, Julian, ist das deine süße Schwester? Die ist ja fast so süß wie du. Ashley, sag mal, was soll das? Du warst doch letztens noch die auf Emma so rumgehakt hat. Also, ich verstehe jetzt gerade nicht, was du von mir willst. Willst du Schleim? Schleim? Nein, ich wollte nur sagen, dass Julian süß ist. Und die Schwester finde ich gar nicht süß eigentlich. Oh, was stehst Emma, du da denn so rum? Emma, ich hab dir gesagt, du sollst auf mich hören und du läufst hier die ganze Zeit so rum wie wild. Das geht nicht. Warum nicht? Emma, wir sollten uns jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Normalerweise bin ich hier immer voll heftig drauf, aber jetzt bist du das. Wir können ja Basketball spielen, hm? Okay, Basketball, aber danach kletter ich. Also, Emma, ich zeig dir jetzt, wie ich einen Korb werfe, okay? Also, du nimmst am besten den Ball in die rechte oder linke Hand, ist egal. So, und dann versuchst du einfach so einen Sprungwurf und dann klappt das eigentlich schon. Okay, gut. Und dann machst du einfach so einen Korb, wie ich, und dann gibt's dafür ein paar Punkte. Ist doch klasse, oder? Oh, das ist mir so öde. Ich geh jetzt weiter. Hey, Emma, wo bist du denn? Achtung, Vorsicht, hier kommt Emma. Achtung! Ey, sag mal, was soll das schon wieder? Das soll doch Platz machen. Du kannst doch nicht hier reinspringen, wenn wir hier drin sind. Echt, das tut voll weh. Emma, ich hab dir vorhin gesagt, es gibt hier Regeln. Und eine Regel ist, dass man nicht auf die anderen Kinder draufspringen soll. Oh, na gut, es tut mir leid. Oh, ist ja total langweilig hier, alles ist verboten. Was gibt's wohl da oben? Ich gehe da mal hoch und guck nach. Oh, Emma, was wird das denn? Warum gehst du denn jetzt nach oben? Das darfst du eigentlich nicht einfach so... Och, Mann. Ach, Julian, ich weiß, Emma ist wirklich ein süßes Mädchen, aber kannst du ein bisschen darauf aufpassen, dass sie jetzt hier nicht das komplette Chaos in der Kita Sonnenschein anrichtet? Oben sind Spielzeuge. Sie soll die nicht mit nach unten nehmen, okay? Ja, natürlich. Ich weiß. Ja, gut, ich kümmere mich darum. Keine Sorge. Oh, Emma. Boah, hier sind ja noch mehr Spielzeuge und viel cooler als unten. Oh, da ist sogar ein Schaukelpferd. Das ist ja schön. Du, Emma, was wird das hier? Du darfst eigentlich nicht einfach so nach oben und hier mit den Spielzeugen spielen. Das dürfen wir eigentlich nicht. Normalerweise mache ich immer so viel Quatsch. Also, so viel aber auch nicht. Oh, aber schau doch mal, Julian, wie schön das Schaukelpferd ist. Guck doch mal. Emma, komm runter da. Das darfst du nicht. Oh, Mann, warum machst du denn hier heute so viel Ärger? Also, ich habe dich mit in die Kita genommen. Nicht, dass du so viel Ärger machst. Emma, was machst du denn hier oben so ganz alleine? Was soll denn das werden? Brigitte, ich hab das hier alles unter Kontrolle. Wir wollten gerade runter. Emma wollte nur die Sachen überprüfen, ob man damit spielen kann. Sie wollte nichts Schlimmes machen. Sie macht auch keinen Ärger. Wir gehen wieder runter. Oh, das macht so viel Spaß hier mit dem Schaukelpferd. Brigitte, warum versteckst du denn die Spielzeuge hier oben? Zu spät. Ach, Emma, ich verstecke die Spielzeuge hier oben nicht. Unten sind schon genug davon. Und bitte halte dich an die Regeln. Hier oben hat eigentlich niemand was zu suchen, wenn wir nicht gerade Unterricht haben. Oh Mann, Unterricht, das ist doch so schlimm wie in der Schule. Ich gehe wieder nach unten. Das meinte sie gar nicht so. Also sie mag die Kita sehr und sie mag die Schule halt nicht. Deswegen, sie kommt lieber hier in die Kita und ich gehe schon wieder nach unten, keine Sorge. Alles klar, Julian, aber pass bitte auf Emma auf, solange sie hier ist, okay? Oh, kannst du da nicht mal runtergehen? Ich möchte damit auch mal spielen. Hey, lass mich in Ruhe, du kleiner Knirps. Aha, wer ist hier ein Knirps? Hör auf, mich zu schubsen. Ja, ich bin keiner. Ah, das tat weh. Das hast du jetzt davon und nenn mich nie wieder Knirps. Emma, was hast du denn da gerade gemacht? Hast du gerade das andere Kind geschubst? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Brigitte. Ich glaube, Ashley ist einfach so umgefallen, oder? Oh, Mann. Ich war das nicht. Die ist einfach umgefallen. Hier vor diesem Steckenpferd ist sie runtergefallen. Emma, jetzt erzähl mir doch keine Schoten. Ich hab das genau gesehen. Du hältst dich nicht an die Regeln. Es werden keine anderen Kinder verletzt. Das ist auch eine Regel von uns. Oh, hier gibt's ja total viele Regeln. Die kann ich mir doch gar nicht alle merken. Und auch wenn du mir die aufschreibst, kann ich sie nicht lesen.
Julian, ich glaube, ich werde deine Mutter mal anrufen. Emma kann hier nicht bleiben. Das ist einfach zu viel Stress gerade im Moment mit den anderen Kindern. Da musst du aber auf dem Handy anrufen. Und das tut mir leid, hätte nicht Emma vielleicht bleiben können. Jetzt tut mir Emma irgendwie leid. Also ich weiß auch, dass sie sich immer freut, wenn sie hier in der Kita ist. Aber die hat heute echt viel Ärger gemacht. Hey, du Knieps, das bekommst du irgendwann noch zurück von mir. Ey, da musst du aber erst an mir vorbei. Das ist meine kleine Schwester. Nenn mich nicht Knirps. Emma, sei jetzt ruhig. Aber ich bin kein Knirps. Oh, Julian, können wir nicht was spielen zusammen, bitte? Ja, klar, wir können was spielen, weil du wirst wahrscheinlich auch nicht mehr so lange hier bleiben. Was willst du denn spielen? Oh, keine Ahnung. Ich bin doch hier nur Gast. Du kennst dich viel besser aus mit den Sachen. Schlag du was vor. Oh, ich weiß nicht, Emma, weil du musst ja wahrscheinlich auch gleich schon gehen. Oh, das habe ich nicht gesagt. Was? Nee. Emma, ich glaube, du musst gleich los. Oh, ich will aber noch nicht gehen. Warum jetzt schon? Emma, ich weiß nicht. Ja, du hast heute echt ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, Mama holt dich gleich ab. Tut mir leid. Oh, nein. Aber der Kita-Tag ist doch noch gar nicht vorbei. Ich will noch bleiben. Ich will bitte noch bleiben. Emma, was kann ich denn jetzt dafür? Ich hab dir gesagt, du sollst ruhig bleiben und du flippst hier die ganze Zeit aus und dann hast du noch Ashley geschubst. Ich meine, okay, sie hat's vielleicht verdient, aber nein, das macht man nicht. Sowas tut man nicht. Ach, zum Glück hat sich Oma nicht wirklich verletzt. Nur verstaucht, nichts gebrochen und sie ist wieder zu Hause. Emma? Emma, Mama ist da. Mama, du kannst wieder nach Hause. Ich bleib doch länger. Ist doch in Ordnung, ne? Nein, Emma, ich bin hier, um dich abzuholen. Du brauchst mich gar nicht jetzt hier zur Tür schieben. Du kommst mit? Oh, Gott sei Dank bist du da, Mama, weil Emma, die hat ein bisschen Ärger heute gemacht. Aber sie konnte eigentlich auch Ärger? Nicht so viel dafür. Nein, also nicht so viel Ärger. Ich hab den Ärger gemacht, ja, nicht Emma. Stimmt das, Emma, dass Julian hier heute richtig viel Ärger gemacht ja, hat? Ja, genau, und deswegen meinte Brigitte, dass du Emma am besten abholen sollst. Emma, sei ruhig. Okay, ja, Julian, dann reden wir am besten später nochmal zu Hause darüber. Komm, Emma, wir gehen ein Eis essen. Ein Eis? Da bin ich dabei. Oh Mann, kann ich nicht auch vielleicht mitkommen? Also, oder wir gehen später, bitte. Nee, Julian, du bleibst noch ein bisschen länger in der Kita. Wer so viel Ärger macht, der bekommt auch kein Eis. Oh Mann, hätte ich das bloß nicht gesagt, aber dann hätte bestimmt Emma Ärger bekommen. Und dann hätte die ganze Zeit geweint und dann will sie die ganze Zeit mit Minecraft spielen. Darauf hätte ich keine Lust. Okay, viel Spaß, wir sehen uns später. Oh, richtig toll, dass wir heute ins Einkaufszentrum gehen dürfen, ganz alleine. Mhm. Also ich habe mir heute vorgenommen, dass ich auf jeden Fall ein riesiges Eis essen werde. Vielleicht so mit 4 oder 5 Kugeln. Mal schauen, wofür das Geld reicht. Ich will auch ein Eis essen. Die sind immer so lecker hier. Aber guck mal, Julian, was ist das denn? Och, nö, eine Riesenschlange vorm Einkaufszentrum. Was ist denn da los? Ist heute irgendein Star oder sowas da? Warum ist das denn so voll heute? Och, Mann. Das gibt es doch nicht. Die stehen richtig lang in Schlangen. Ich stelle mich doch jetzt nicht an, um ins Einkaufszentrum zu kommen. Das ist doch Irrsinn. Das mache ich nicht. Was ist das denn? Da vorne ist eine Schranke, Julian. Wie? Können da jetzt nur Autos rein oder was? Ich kenne das nur von Autos. Oder ist das... Man muss anscheinend Kontrolle durch eine Kontrolle machen. Oh, Mann. Also irgendwie kommt mir das hier so ein bisschen komisch vor. Ja, mir auch. Das hat doch irgendwas mit Nils Schnösel zu tun. Mhm. Seitdem der das Einkaufszentrum gekauft hat. Weißt du was, ich stelle mich ganz bestimmt nicht hinten an. Also wir gehen jetzt mal nach vorne und gucken mal an, was da so los ist. Oh, dieser Nils. Also tut mir leid, der Dresscode lässt einfach diese Mütze heute nicht zu. Tut mir leid, und auch sonst, diese grüne Weste, das ist absolut nicht unser Ding hier im Einkaufszentrum. Das tut mir sehr leid. Mensch, das gibt es doch nicht. Ich war doch immer hier im Einkaufszentrum. Jetzt passt Ihnen meine Mütze nicht? Tja. Ja, was soll ich sagen? Ich bin der Besitzer des Einkaufszentrums hier und Sie der Besitzer? Sie nicht bitte heute. Also vielleicht morgen mit einem anderen Outfit, aber so nicht. Ach Nils, ich bin so stolz auf dich. Du machst das wirklich richtig toll. Also, du wirst dieses Einkaufszentrum auf Vordermann bringen. Das wird ein richtiges Luxus-Einkaufszentrum. Oh, also, sowas habe ich ja echt noch nie erlebt. Kontrolle am Einkaufszentrum. Ich gehe hier seit 30 Jahren rein und jetzt sowas. Das ist so eine Unverschämtheit. Jetzt wurde ich weggeschickt, nur weil ich einen Oberteil habe, was angeblich nicht modern ist. Also, wie bitte? Warum komme ich jetzt hier nicht rein? Können Sie mir den Grund nochmal erläutern? Also tut mir leid, wenn ich mir Ihr Outfit so anschaue, das ist doch höchstens irgendwie 50 € wert und ein Mindestwert muss hier 150 € sein. Ne? Und das erreicht Ihr Outfit auf gar keinen Fall. Sie nicht, tut mir leid, Sie kommen hier nicht ins Shoppingcenter. Hey Nils, sag mal, was ist denn hier los? Ist irgendein Star oder sowas da? Also warum ist denn diese Schranke überhaupt hier? Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, kannst du mir das mal erklären? Hallo Julian, war ja klar, dass du hier irgendwann auftauchst. Also wir machen hier jetzt ab sofort Einlasskontrollen. Also ich überprüfe die Leute, ob sie denn überhaupt gut genug für dieses Einkaufszentrum sind. Wie, was?
Und Julian, das gilt auch für dich. Also stell dich bitte hinten an, ich werde dich gleich überprüfen. Wie überprüfen? Was ist das denn? Och, Nils, du bist so komisch. Also das geht einfach nicht, das ist so eine Unverschämtheit. Aber ganz ehrlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, das überrascht mich jetzt. Bei Nils ist das immer so, der macht immer ganz komische Sachen. Oh, dass diese Familie Vogel hier wieder auftauchen muss und sich wieder schlecht benehmen muss. Oh, Mann. Was ist denn jetzt los? Ich warte hier schon 10 Minuten. Geht's jetzt mal irgendwann weiter? Hanna und Julian, ihr haltet hier sowas von dem Verkehr auf. Also, hinten anstellen, ich hab hier gerade zu tun. Ach, Mann, ich bin wichtig, wisst ihr das nicht? Oh, da vergeht einem echt der Spaß, ins Einkaufszentrum zu gehen. Aber komm, Julian, wir stellen uns hinten an, damit Nils seinen Willen bekommt. Okay, kurz wieder fassen. Entschuldigen Sie bitte. Das ist Familie. Kennen Sie vielleicht. Es geht jetzt sofort weiter. Also das Oberteil passt, die Jacke auch, die Frisur auch. Schön, gefällt mir. Hose auch. Oh, die grünen Schuhe. Die gehen eigentlich gar nicht. Aber ich drück mal ein Auge zu. Bitte, kommen Sie rein. Sie dürfen dann durch. Viel Spaß im Schnösel-Einkaufszentrum. Was machen Sie hier? Was macht dieser Junge hier? Also ich verstehe das nicht. Bin ich hier nicht im Einkaufszentrum? Aber Moment, ich beantworte sofort Ihre Fragen. Ich muss einmal kurz hier die Schranke nochmal runterlassen. Oh Gott, ich sehe schon. Also tut mir leid, mit diesem Outfit wird das heute gar nichts. Also, von wann ist das? Vor 40 Jahren oder so? Das hat mein Opa noch nicht mal an. Also das gibt es doch nicht. Ich habe diese Klamotten jeden Tag an. Das sind Trachten und die gibt es schon seit Jahrhunderten. Und jetzt komme ich deswegen nicht ins Einkaufszentrum? Was muss ich denn hier anhaben? 500-Euro-Schuhe oder was? Ja, zum Beispiel. Nils, ja, hör mal gerade. Der Mann hat recht, das sind Trachten. Du kannst ihn ruhig reinlassen. Ja, gut. Meine Mutter hat ein gutes Wort für Sie eingelegt. Also bitte, viel Spaß im Schnösel-Einkaufszentrum. Boah, wie kann man nur so übertreiben, Mann? Das geht doch gar nicht. Ich verstehe das auch nicht. Nils treibt es langsam echt auf die Spitze. Eine Einlasskontrolle im Einkaufszentrum. Wenn man vorher schon ganz tolle Klamotten anhat, dann braucht man doch da gar nicht erst reingehen. Hey Kinder, hört mal gerade zu. Also ich wurde selbst mit diesem schicken Kleid weggeschickt. Ich denke, ihr müsst euch erst umziehen, wenn ihr da reingehen möchtet. Vielen Dank für den Tipp. Tschüss. Julian, hast du die Frau in dem Kleid gesehen? Das war ein ganz schickes Kleid und die durfte wohl nicht rein. Also, wie kommt man denn hier rein? Was hat sie sich dabei gedacht? Ja, hallo, bitte nicht den Verkehr hier aufhalten. Es geht weiter, hallo. Sieh mal einer an. Julian und Hanna Vogel. Was mache ich denn mit euch beiden heute? Lasse ich euch draußen oder lasse ich euch rein? Also zu euren Klamotten brauche ich ja nichts mehr sagen. Ne? Das habe ich die letzten 10 Male schon. Und ja, ich weiß ja nicht. Naja gut, komm, ihr gehört ja zur Familie. Ausnahmsweise heute ja, aber beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen anderes Outfit, okay? Ja, was soll ich noch sagen? Dann noch viel Spaß im Schnösel-Einkaufszentrum und kauft euch bitte neue Klamotten, bitte. Boah, endlich! Wie lange hat das eigentlich gedauert? Ich kaufe mir ganz bestimmt keine neuen Klamotten. Ich auch nicht. Komm, lass uns zur Eistheke gehen. Siehst du die Eisdiele hier irgendwo? Ich sehe sie. Die müssen doch hier vorne sein. Was? Oh, du wirst es nicht glauben. Guck doch mal, hier stand sonst die Eistheke. Die ist weg. Dafür gibt es jetzt einen Kuchenladen. Wie? Das kann doch nicht sein. Hier war doch sonst die Eisdiele. Und wo ist denn jetzt die Eisdiele? Nils! Oh, da kriegst du doch so einen Ärger. Oh, da bin ich ja völlig umsonst hier ins Einkaufszentrum gekommen. Ich will ein Eis. Och Nils, du machst alles kaputt, ehrlich. Weißt du was, ich stehe hier erst wieder auf, wenn eine Eisdiele hier steht. Julian, steh lieber auf, sonst gibt's doch Ärger. Och Mann, ja gut, ich stehe wieder auf. Hallo Sina, ich hätte mal eine Frage. Also finden Sie es in Ordnung, dass hier keine Eisdiele mehr steht, sondern so eine Kuchentheke jetzt? Wer braucht denn sowas? Ja, du hast recht. Also ich bin auch mal total gerne auch hier zu der Eisdiele gegangen. Aber der Kuchen schmeckt auch gut. Siehst du, Hanna, also wir sind nicht die Einzigen, die das blöd finden, auch andere. Also wir müssen irgendwas machen, wir müssen schreien und rufen und wir müssen demonstrieren. Das kann so nicht weitergehen. Julian, beruhig dich doch erstmal wieder. Vielleicht können wir zu irgendeiner anderen Eisdiele gehen. Hanna, nein, genau das möchte ja Nils. Ich habe hier immer im Einkaufszentrum Eis gegessen und das werde ich heute jetzt auch. Ich will Eis und das jetzt. Ich will Eis und das jetzt. Und Nils, der soll weg. Ich will. Hanna, los, komm, mach mit. Ich will Eis und das jetzt. Los, komm schon. Also gut. Ich will Eis und das jetzt. Ich will Eis. Das war ja sowas von klar, wenn ich die beiden hier reinlasse, dass es nur Ärger gibt. Hallo, Security? Ja, wir haben ein Problem im Foyer. Genau, vor der Kuchentheke. Bitte einmal drum kümmern. Das ist mir egal, ob das Kinder sind oder nicht. Ich kenne die beiden. Raus mit denen, schmeißen sie raus. Ich will Eis und jetzt. Also tut mir leid, hier war keine Demo angemeldet. Also Sie haben jetzt ab sofort Hausverbot hier im Schnösel-Einkaufszentrum.
Was? Wie bitte? Wir haben Hausverbot, wir sind doch noch Kinder, aber... Es wundert mich gar nicht. Bei Nils wundert mich ab sofort gar nichts mehr. Und dürfen wir jetzt nicht mehr in dieses Einkaufszentrum? Das geht doch gar nicht. Julian, wieso hast du keine Klamotten an? Wir wollten doch jetzt ins Aquarium. Ja, ins Aquarium? Da, und da ist Wasser? Und im Wasser, da schwimmt man doch, oder nicht? Deswegen habe ich jetzt meine Badehose Nein. angezogen. Also ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Ich verstehe eher nicht, warum ihr eure Badesachen nicht anhabt. Julian, jetzt zieh dir was an. Das Wasser ist für die Tiere, nicht zum Schwimmen. Also los. Sicher? Da kann man nur gucken, Julian. Ah, okay, ich kenne das ein bisschen. Na gut, okay, ich ziehe mich an. So, Kinder, die Tageskarten haben wir jetzt. Das heißt, wir können den ganzen Tag hier verbringen. Yeah! Und jetzt sind wir direkt auch schon hier bei dem großen Meeresaquarium. Mhm. Und die Sehr Fütterung gut. findet hier, glaube ich, gleich statt. Mhm. Das weiß ich. Oh, ach echt? Woher? Ja. Woher, Julian? Nee, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt gerade nur... ich habe es mal in der Zeitung gelesen, Mama. Genau, ja, in der Zeitung gelesen. Mama, von hier kann man nichts sehen. Wir müssen nach oben. Von da kann man die Fütterung Meinst sehen. Du? Ja, hier kann man doch nichts sehen im Wasser. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. Komm, folgt mir einfach. Toll. Oh, das sind ja voll die coolen Tiere. Da hinten, das sind auch Hunde. Mama, was machen die Hunde hier drin? Mama, das sind doch keine Hunde, oder? Das sind Seehunde. Also, die heißen nur Hunde. Das sind keine richtigen Ach so, Hunde. Okay. Die können auch nicht bellen. Also nicht wie die Hunde, die wir als Haustiere sonst auch haben. Oh, und da drüben ist ein Hammerhai. Ein Hammerhai? Der heißt Hammerhai, weil der Kopf so geformt ist wie ein Hammer. Ja, war ja klar, dass du Sehr das gut, wieder Hannah. Weißt. Den kleinen Jungen da drüben kenne ich doch. War der nicht letztens hier im Wasser und wollte mit den Tieren schwimmen? Du da drüben, mit den roten Haaren. Bist du nicht der, der letztens hier ins Wasser gesprungen ist? Komm mal her! Was? Julian, ich? Hat die Frau gerade dich gemeint? Nein, die kann gar nicht mich meinen. Mama, ich war hier noch nie, das glaubst du mir doch, ich war hier noch nie. Ach, vielleicht verwechselt sie sich. Ja, ich glaube auch, sie verwechselt mich auf jeden Fall, das kann gar nicht sein. Ich würde so einen Unsinn niemals machen hier ins Aquarium. Weiß ich doch, mein Schatz. Oh, wie toll! Woo! Ich bin im Wasser! Das ist ja wie ein Unterwasserkarussell. Mhm. Und schaut mal nach oben. Da sehen wir den Seehund. Wow! Wow, das sieht ja cool aus. Also der ist viel größer als ein normaler Hund, oder? Der ist riesig. Wow! Was ist das? Eine Krake ist das. Ist das kein Tintenfisch? Die hat aber ganz viele Arme. Und glubschige Augen. Mhm. Klopf, klopf, hallo, hier. Emma, nein, das hallo, macht man nicht. Hier. Emma, nein, dann erschrecken hör auf. Sich die Tiere, Emma. Ach ja, wusstet ihr eigentlich, dass ich mit den Fischen reden kann? Hä? Ja, hier. Hört mal zu. Blub, 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 blub. Ach, so ein Quatsch, Julian. Was hat er gesagt? Also ich habe gesagt, wie geht's dir? Hast du deine Rechnung schon bezahlt vom letzten Mal? Viele Grüße vom Papa. Das habe ich gesagt. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, er hat seine Versicherung noch nicht bezahlt und er muss jetzt gehen. Ich habe da drüben noch was Tolles gesehen. Kommt mal mit. Hanna, geh nicht so nah ran. Sonst wirst du vom Hai gefressen. Der Hai hat mir gerade gesagt, dass du ihn nervst. Du sollst da bitte weg, Hanna. Hast du gehört, Hanna? Kommt mit. Hanna, wo bist du? Was ist mit deinem Kopf? Hanna, bist du im Wasser? Ich bin hier drunter und man kann in alle Richtungen gucken. Das ist so toll. Wollt ihr auch mal? Ich möchte auch. Kommt mal hier rein. Ich komm nicht ran, ich bin zu klein. Och Mann, du bist zu klein. Jetzt bin ich dran. Geht da weg, ich will jetzt mal ins Wasser rein. Wow, wobei, ich weiß schon, wie das so im Wasser aussieht. Ich war doch letztens hier schon im Wasser. Das stimmt nur, doch gar nicht, nur, dass ich nicht nass werde. Achso, nee, ja, stimmt. Wir sind doch zum ersten Mal hier. Stimmt, wir sind hier zum ersten Mal. Ich war noch nie hier. Oh Mann, ich muss ruhig bleiben. Also, das hier sind jetzt Pinguine. Ich weiß, das sind meine Lieblingstiere. Ich habe auch Hanna, das wissen wir. Wir wissen, dass das Pinguine sind. Und das Wasser ist immer ganz kalt, wo die schwimmen. Das weiß ich, weil ich bin da auch mal geschwommen. Nein, ich bin hier gar nicht drin geschwommen. Ach, Mama und Papa sind auch schon da. Mhm. Hallo, Pingu. Pingu, ich bin Emma. Wollen wir Freunde sein? Die sind aber süß. Mhm, das sind auch ein paar Babys. Oh, sind die klein. Und ganz flauschig. Die haben noch gar keine richtigen Federn. Hey. Hey, Kleiner. Wen meinen Sie hier mit Kleiner? Ich bin nicht klein. Ja, du halt. Bist du nicht der Julian Vogel? Was? Ja, ich bin Julian Vogel. Wieso denn?
Was ist denn hier los? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, auf jeden Fall. Sie sind wahrscheinlich die Mutter von Julian Vogel, ja, oder? Ja, das ist richtig. Claudia Vogel. Also der Kleine hat schon echt Mumm, dass er hier wieder auftaucht nach der Aktion beim letzten Mal. Was meinen Sie denn? Wir sind heute das erste Mal hier. Mama, ich weiß gar nicht, was er erzählt. Und wir müssen jetzt auch ganz dringend nach Hause. Ich habe Bauchschmerzen und ja, ich muss auch mein Zimmer aufräumen. Mia kommt morgen. Und wenn das so unaufgeräumt ist, dann regt sie sich immer auf und dann kriege ich immer Ärger. Wir müssen jetzt mein Zimmer aufräumen. Wir müssen jetzt los. Tut mir leid, wir haben keine Zeit. Tschüss. Papa, Julian und Emma sind ja da. Ich freue mich so. Ich werde direkt nach oben gehen und sie begrüßen. Und vielleicht unternehmen wir heute irgendwas richtig Cooles. Ach, guten Morgen, Hannah. Du bist aber schon fröhlich und schon wach. Ja, Sonja. Ich freue mich so, dass meine Familie da ist. Ich wollte mich auch noch mal bei dir bedanken. Danke, dass ihr das organisiert habt, dass Familie Vogel hier nach Unicorn City kommen konnte. Danke. Ach, Hannah, das haben wir doch gerne gemacht. Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass du oft etwas traurig warst und dachten, das wird dir sicher gut tun, wenn Familie Vogel mal ein paar Tage hier bei uns ist. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich bin jetzt oben bei meinen Eltern, bei meiner Schwester und meinem Bruder. Guten Morgen alle zusammen. Hallo, seid ihr schon wach? Psst, Hannah, nicht so laut. Emma und Mama sind noch am Schlafen. Oh, ach Gott. Guten Morgen. Oh nein, ich bin nicht mehr am Schlafen. Moment mal. Wo ist denn Julian? Oh ja, stimmt. Julian ist gar nicht da. Wo könnte Julian denn sein? Also, ich werde mal direkt nach Julian sehen. Ihr könnt ja noch ein bisschen entspannen. Bis gleich. Also, ich kann mir schon vorstellen, wo Julian ist. Der hat sich mega gut mit Louis verstanden. Bestimmt sind die beiden schon wieder am Blödsinn machen. Also, vielleicht sind sie am Hüpfen oder vielleicht am Zocken oder Skateboard fahren. Das sieht mir so aus, als ob Louis noch schläft. Komisch. Also, wenn Julian nicht im Schlafzimmer ist und auch nicht bei Louis ist, wo könnte der denn sonst sein? Vielleicht unten? Oh Mensch, Sonja, was macht denn dieser Junge um diese Uhrzeit in unserem Pool? Ja, Manuel, das habe ich mich auch schon gefragt, aber ich weiß nicht, also der wollte unbedingt in den Pool, der hat sich richtig an mir vorbeigedrängelt. Hey, hallo Manuel, hey Sonja, ich suche Julian. Hanna, ja, also wir reden gerade auch über Julian, der ist schon draußen im Pool. Oh, stimmt, da hätte ich auch drauf kommen können, ist ja wohl klar. Julian Vogel, wo soll der sonst sein? Natürlich im Pool. Hey Julian, guten Morgen. Mann, ich hab dich schon überall gesucht. Und man muss auch sagen, der Pool ist nicht so schlecht. 2+, ja, die Note 2+ bekommt er von mir. Ach Julian, ich hab dich irgendwie ziemlich vermisst. Komm, lass dich mal umarmen. Hannah, nein, vergiss es. Ach Julian, erzähl doch mal, was gibt's denn so für Neuigkeiten in Playmobil City? So an sich eigentlich nichts Neues. Pia... Deinem Kaninchen, der geht's ganz gut. Und deiner Freundin natürlich auch. Ach, stimmt, Pia. Ich vermisse Pia. Und meine beste Freundin natürlich auch. Und, was gibt's sonst so? Ich meine, was machen so Dave und Philipp vielleicht? Ja, die beiden, die sehe ich ab und zu in der Schule. Die haben auch beide eine neue Freundin. Also, ich glaube, sie haben sich schon vergessen. Ach, Mann, Julian. Na, also vergessen bestimmt nicht. Wir sind doch immer noch Freunde. Ach ja, und ich wollte dir noch was erzählen. Hier gibt es einen richtig coolen Aquapark hier in Unicorn City. Was? Und da sagst du mir erst jetzt? Lass sofort dahin. Oh Mann, ja, ich habe nicht dran gedacht, dir das vorher zu sagen. Aber vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, dass wir heute alle zusammen in den Wasserpark gehen. So, sind wir dann alle vollzählig? Wir wollen ja alle los ins Schwimmbad. Naja, vollzählig nicht. Wo ist denn Julian jetzt schon wieder? Hallo, hier bin ich. Könnt ihr mich nicht sehen? Doch, Julian, ich sehe dich, aber du hast doch wohl mitbekommen. Wir wollen jetzt alle zusammen los ins Schwimmbad. Komm da raus. Jetzt bist du doch schon wieder komplett nass. Oh. Hä, wieso denn? Ich habe mir noch eine trockene Badehose angezogen. Oh, ja. Ja, die ist jetzt wieder nass. Upsi. Julian, willst du jetzt wirklich so in Badehose mit ins Auto steigen? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Julian, willst du dich nicht anziehen, so wie alle anderen auch? Nö, wieso denn? Da muss ich mich da nicht umziehen. So spare ich ganz viel Zeit und kann ganz lange im Wasser bleiben. Boah, ja, das ist voll die gute Idee. Das mache ich auch.
Ich bin gleich wieder da. Ach, Louis, wo willst du denn jetzt hin? Ja, ja, irgendwann geht's gleich hoffentlich los. Fahrt aber nicht ohne mich, ich bin gleich wieder da. Ich beeil mich, wirklich. Ach, das kann ja ein spannender Ausflug werden. Also gut, habt ihr alle eure Sachen? Dann fahren wir jetzt los in den Wasserpark. Ja, ich hab alles. Ja, wir haben auch unsere Tasche. Und ich bin auch wieder da. Na, dann kann's mal losgehen. Ach, das ist wirklich ein schöner Wasserpark. Aber wo sind denn jetzt alle? Ja, Claudia, das habe ich mich gerade auch schon gefragt. Das ist immer ein drunter und drüber mit meiner Familie im Wasserpark. Manuel, schau mal, die Rutsche, die sieht voll cool aus. Sollen wir da hoch? Sollen wir auch rutschen? Ja, das ist eine echt coole Rutsche. Lass da sofort drauf. Wir werden auch heute richtig Spaß haben. Schau mal, Julian, das ist die coolste Rutsche hier bei uns im Wasserpark. Die musst du unbedingt ausprobieren. Ach, war ja klar. Die sind alle schon da oben auf der Rutsche und wir warten hier. Ich dachte, die sind noch in der Umkleidekabine. Ja, und unsere Kleinen sind da drüben im Kinderbecken. Immerhin. Also, ich glaube, die sind ganz gut beschäftigt. Lea, spielen mit Emma. Ja, du hast ja noch Schwimmflügel. Ich kann dir Schwimmen beibringen. Boah, jetzt mit Vollgas runter. Und ich direkt hinterher. Leute, Julian, Louis, der Oktopus ist noch auf Rot. Ihr dürft doch nicht rutschen. Achtung, Platz da, jetzt kommt Julian Vogel. Aus dem Weg. Oh Mann, typisch Julian. Yeah, das macht mega Spaß. Woo! Schneller. Also ich werde mich hier auf jeden Fall an die Regeln halten. So, der Oktopus ist grün, dann darf ich jetzt rutschen. Boah, jetzt aber schnell hoch. Als nächstes bin ich dran. So, aufgepasst, jetzt geht die Rutschpartie los. Oh, du Manuel, bei uns in Playmobil City, da haben wir auch so einen Aquapark mit so einer coolen Rutsche und wir machen einmal einen Rutschenstau. Ja, Martin, das klingt nach voll viel Spaß. Leute, kann ich da auch mitmachen? Was habe ich da gehört? Ein Rutschenstau? Ich mach da mit! Leute, ihr wisst, es gibt keinen Rutschenstau ohne Julian Vogel. So, aus dem Weg. Und ich führe den Rutschenstau an. Aus dem Weg, Papa. War ja klar, dass du als erstes rutschen möchtest. Ja, und ich bin hinter Julian. Oh nein, ihr wollt doch nicht wirklich einen Rutschenstau machen. Ach Mann, die haben ja allen Spaß. Also, ich find's immer ganz schön, wenn wir hier in der Sonne sitzen können und ein bisschen entspannen. Ja, finde ich auch, Sonja. Das ist auch wirklich herrlich hier in der Sonne. Ist auch schon so schönes Wetter. Ich staue jetzt die Rutsche. Voll cool. Papa, eigentlich wollte ich vorrutschen. Wieso bist du jetzt vor mir? Papa, Mensch, nimm die Füße von meinem Kopf. Du hast deine Füße auf meinem Kopf. Die sind so schwer. Das macht voll viel Spaß. Naja, ich wollte zwar eigentlich nicht mitmachen, aber Achtung, hier kommt Hanna Vogel. Was ist das denn da oben? Was machen die denn da auf der Rutsche? Oh, das könnte etwas Ärger bekommen. Schau mal da drüben, die Bademeisterin. Oh yeah, das hat voll viel Spaß gemacht. Gleich nochmal. Ja, und diesmal bin ich aber ganz vorne und nicht hinter meinem Papa. Der hat immer die Füße auf meinen Kopf gehabt. Aus dem Weg, Leute. Manuel Feenstaub kommt. Und hier ist Hanna Vogel. Also, was ist das denn hier? Warum ist denn hier Stau in der Rutsche? Was ist denn da auf der Rutsche los? Also, da ist doch ein Stau. Das hat doch jemand extra gemacht. Na gut, Louis, jetzt darfst du vorne wegrutschen. Dann darfst du jetzt als erstes den Stau verursachen. Ja, yeah, voll cool. Das ist das erste Mal, dass ich Rutschenstau mache. Und jetzt darf ich auch als erstes noch rutschen. Voll cool. Leute, wartet auf mich. Also, stopp. Was ist denn hier los? So, ich blockiere jetzt erstmal den Weg. Oh Mann, jetzt weiß ich, was du meinst, Louis. Dein Papa hat auch hier die Füße in der Nähe von meinem Kopf. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Und wer kitzelt denn da an meinen Füßen? Ich weiß auch nicht, wo ich die hin tun soll. Hanna, bist du wieder mit dabei? Komm schon. Boah, das ist der coolste Rutschenstau überhaupt. Sofort herkommen. Also, jetzt habe ich es beobachtet. Ihr habt einen Rutschenstau gemacht. Nee, also so kann man das nicht sagen. Wir waren nur alle hintereinander am Rutschen. Also, ihr wisst ganz genau, da oben ist der Oktopus. Und wenn der Oktopus nicht grün anzeigt, rutscht hier eigentlich niemand. So, also, ich habe es genau gesehen. Sie alle, also ihr alle wart an dem Rutschenstau beteiligt. Und sowas dulden wir hier nicht. Oh Mann, Leute, das sieht gar nicht gut aus. Also, so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Wisst ihr eigentlich, wie gefährlich ein Rutschenstau ist? Also, da kann man sich auch quetschen und anderen Leuten mit den Füßen auf den Kopf rutschen. Ja, also, mit den Füßen auf den Kopf rutschen, ja, da weiß ich, wovon sie redet.
So, und ihr alle müsst jetzt sofort das Schwimmbad verlassen. Ihr habt erstmal für heute Hausverbot. Was? Hausverbot? Hier im Aquapark? Oh nein! Oh nein, warum denn? Nur wegen Rutschenstau? Hausverbot hier? Oh Mann, das hatten wir noch nie! Ach du liebe Güte, Hausverbot? Hast du das gehört? Also das hatten wir wirklich noch nie. Also jetzt weiß ich, was Hannah meinte, als sie gesagt hat, mit Familie Vogel ist immer ganz viel Chaos. Oh Mann, ab nach Hause. Hey, stopp, 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 ich hab da noch was für euch. Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!